Hallo Leute und willkommen bei uns beim Würfelladen und bei den nächsten Nachrichten aus Mittelerde. Es hat mich sehr gefreut, dass ich jetzt erstens wieder mal einen Monatsintervall habe. Das heißt, ich kann wirklich das gesamte letzte Monat in August, beziehungsweise auch, ich glaube, eine Woche vom September hier reinnehmen. Das war ja während den Lockdown-Zeiten nicht immer möglich, dadurch, dass sich einfach sehr wenig getan hat. Und umso froher bin ich, dass ich für diese Nachrichten doch eine gesamte A4-Seite voll mit Stuff und Content schreiben konnte. Man muss berücksichtigen, ich habe wieder keine Turniere dabei. Das heißt, das ist wirklich nur Sachen, die ihr euch anschauen könnt und Sachen, die ihr kaufen könnt. Das heißt, ich finde das richtig, richtig toll. Das freut mich, dass ich hier wieder für euch hoffentlich eine schöne Sendung machen kann. Und ich hoffe, ihr seid am Ende damit zufrieden. Ich würde gerne mit Games, also mit Stuff beginnen und dabei gleich mit Games Workshop bzw. Forge World. Und zwar hat Games Workshop hier im letzten Monat endlich die Flederbestien von Gundabad angekündigt. Das finde ich besonders toll, weil das zeigt einen Schritt in die richtige Richtung. Wir haben doch in diesem Bereich einige Miniaturen, die noch fehlen. Der Signalturm, der Katapulttroll, die Flederbestie, die Thorin und die Champions auf Widder und so weiter. Das heißt, das ist eine wirklich, wirklich tolle Sache, dass das jetzt endlich angeboten wird. Und vielleicht erwartet uns ein Erweiterungsbuch in diese Richtung. Vielleicht einfach so zur Ergänzung. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr toll, dass hier was gemacht wird. Die Modelle sind auch wirklich, wirklich schön. Ich hoffe, euch gefallen es auch. Haben was Hundeartiges, finde ich auch persönlich gut, weil es nicht einfach nur normale Fledermäuse sind und damit sehr, sehr toll wirken. Gerade jetzt, wo man sagen muss, Games Workshop bringt wirklich was raus, nicht nur eine Neuauflage, sondern ein Modell, das es bisher nicht gibt, beziehungsweise Fortschritt. Und das finde ich einfach nur grandios. Also ganz toll, dass hierzu was kommt. Dann schauen wir uns gleich das nächste an, und zwar Unreleased Miniatures. Unreleased Miniatures hat sich jetzt in eine Lücke gewagt, die meiner Meinung nach mehr als gefüllt gehört, und zwar Thema Orkhelden. Gerade bei Angmar und teilweise legendären Legionen von Mordor bzw. bei Barad-dûr sind Orkhauptmänner auf Waag ein sehr gerne gespieltes Modell. Ist punktetechnisch auch wirklich, wirklich gut, aber leider gab es das bis jetzt nicht von Games Workshop selbst. Natürlich kann sich jeder umbauen oder sonst irgendwas, aber jetzt bietet Unreleased Miniatures ein ganzes Kommandoset auf Waag an und zu Fuß. Das finde ich grandios. Wir haben unter anderem einen Hauptmann auf Waag und zu Fuß, einen Schamanen auf Waag und zu Fuß, einen Standartenträger auf Waag, kommt irgendwann angeblich auch zu Fuß, einen Trommler, einen Trompeter, den Hauptmann und so weiter und einen Aufseher. Das heißt, ein richtig tolles Set. Alle, die bereits die Dark Minions kennen, wissen, in welcher tollen Qualität hier geliefert wird. Und wenn das genauso wird, kann ich nur sagen, blutet jetzt schon meine Geldbörse und freut sich auf diese tollen Modelle. Also wirklich, ich finde es grandios, was hier Unreleased macht, und mir gefallen auch die Designs sehr, sehr gut, auch die Waage. Also hier kann sich jeder freuen, ich werde mir wahrscheinlich hier ein paar Sachen bestellen müssen. Dann Valimar Games, das heißt, der neue Shop von unserem lieben Jay Pass, hat ein Modell angekündigt, und zwar den Dark Elf Smith. Das heißt, so ein bisschen erinnert es an den Herrn der Gaben, also Saurons früheres Dasein mit Hammer, wie er gerade was schmiedet, finde ich mega cool. Ein sehr schönes Modell, thematisch vielleicht so auf einer 40mm Base kann man sich das ganz gut vorstellen. Da bin ich sehr gespannt, was hier Jay bzw. Valimar Games noch so raus hat. Polen rückt auch weiter in den Miniaturenmarkt. Und zwar gibt es einen neuen Shop. Und zwar MySky. MySky heißt das Ganze. Hier ein bisher noch sehr kleiner Shop mit nur einer Miniatur online. Aber die haben sie gezeigt. Und zwar Elendil. Ein wunderschöner Hochkönig der Menschen. Schön designt, vielleicht ein bisschen schlank, aber mir persönlich finde ich ihn toll. Schaut ihn noch an, für 30 Euro gibt es ihn bei Ihnen. Kann man auf jeden Fall schauen. Ich bin gespannt auf die ersten Leute, die ihn sich bestellen und dann Fotos zeigen, wie das Ganze von der Qualität ausschaut. Dann habe ich noch Tabletop Arts. Tabletop Arts, vielleicht habt ihr schon gesehen, ich habe einen kleinen Review gemacht, und zwar haben sie Spinnen rausgebracht. Wunderschöne Spinnen, sowohl Riesenspinnen als auch Düsterwaldspinnen und die Option auf Spinnenschwärme.
bieten hier eine tolle Möglichkeit. Das Video dazu findet ihr wie immer oben bei dem kleinen Rufzeichen, dann könnt ihr es euch direkt anschauen. Fantastische Miniaturen in einer guten Qualität und zum guten Preis. Bis zum 31.11. bekommt ihr auch noch Rabatt, wenn ihr in dem Video reinschaut, da gibt es einen Rabattcode. Dann habe ich einen Kickstarter für euch und zwar Under Hill. Das heißt, es geht um Hobbit-Hausfronten. Die kann man für, ich glaube, $1 pro kann man mitmachen und bekommt die Dateien dann schlussendlich. Das Ganze geht noch bis zum 17.11. Da kann man mitmachen. Lohnt sich natürlich für alle, die einen 3D-Drucker haben und sich das online ein bisschen ausarbeiten wollen. Sollte ich mir auch überlegen, vielleicht. Online könnte ich noch brauchen. Muss ich nur wen anschauen mit einem 3D-Drucker. Rainer! gut. Und zu guter Letzt den Patreon von Devel Miniatures. Das wissen wahrscheinlich schon die meisten. Devel hat einen Patreon. Eine Patreon-Seite, wo man fürs Mitmachen Files bekommt zum Ausdrucken von Miniaturen. Hier sind unter anderem dabei eine Variante, die ähnlich aussieht wie Drutzak, ein Schamane auf Waag, aber auch diverse Geländeteile und ein Waag-Chieftain. Das heißt, eine wirklich schöne Auswahl, die vor allem Moria und Angmar hier sehr erfreuen kann. Das war's jetzt mal mit dem Stuff und wir kommen weiter zum Content. Beim Content habe ich hier wieder die üblichen Kandidaten, natürlich HTL World. HTL World hat insgesamt 3 Videos zum Thema Mittelerde im letzten Monat rausgehauen. Unter anderem 2 Videos zur Ringträgerkampagne, mit der sie gestartet haben. Sehr schön thematisch folgen wir hier der Reise von Frodo. Außerdem tolle Delfingeräusche zu hören, wirklich, das gefällt mir. Und außerdem ein Unboxing von Azog auf Waag, bemalt von Jay Pass, sowie eine Verlosung von einem Gewinnspiel. Also eine ganz nette Variante zum Durchschauen. Wer eine Malbegleitung mal braucht, schaut's rein. Außerdem Leos Diorama hat ein fantastisches Diorama rund um den Tod von Theodred, beziehungsweise eigentlich rund um das Finden von Theodred gemacht. Isen, echt fantastisches Bild. Ihr werdet das zukünftig auch noch bei unserem Kanal sehen, aber in anderer Form. Wie immer findet ihr die Verlinkung natürlich unten. Toll umgesetzt mit wirklich einem wunderschönen, realistischen Diorama. Lohnt sich auf jeden Fall zum Reinschauen, gerade für diejenigen, die sich ein bisschen auch an solchen Sachen erfreuen. Und zu guter Letzt Mittelerde Ole. Er ist vielleicht schon den einen oder anderen bekannt, ist ja schon ein paar Mal bei uns in den Nachrichten gewesen. Der liebe Ole hat ein Video gemacht zu einem Unboxing von den Swan Knights. Haben wir ja ebenfalls gemacht. Er hat hier ein bisschen ein anderes Farbschema und dergleichen gemacht. Hat aber auch unter anderem einen Commander von ihm dabei. Das heißt, wenn das noch interessiert, schaut es da rein. Das war's mit dem Content. Damit sind wir hier auch schon durch. Dadurch, dass wir keine Turniere haben, da leider alles abgesagt wurde, lasse ich das jetzt aus und wir kommen direkt zu den Highlights. Kommen wir zu den Highlights. Hier haben wir ja ein paar sehr schöne Sachen dabei, unter anderem von der Juliane, und zwar eines der neuesten Modelle von Games Workshop, und zwar den guten Eomer. Eomer ist ein fantastisches Modell. Ich habe ja ebenfalls hier schon ein Unboxing gemacht und meiner Meinung nach hat die liebe Juliane hier ein fantastisches Ergebnis daraus erzielt und hat es damit absolut verdient, hier in den Highlights zu landen. Der Grim Graumann ist ebenfalls ein Bekannter aus dem Forum, beziehungsweise halt aus der Facebook-Gruppe, hat ein paar fantastische Umbauten aus dem Trommler-Set von Moria gebaut, unter anderem einem Captain mit Schild, als auch einem Plünderer. Ich finde gerade, als für alle, die umbaubegeistert sind, ist das eine tolle Inspiration und zeigt einfach, was man hier alles machen kann. Wen interessiert, woher die Axt ist, das die ist übrigens von einem Captain der Korsaren. Dann bleiben wir gleich beim Thema Umbauten bzw. Eigenbauten. Und zwar, das ist heute ein bisschen so der Schwerpunkt neben Eomer. Und noch was anderes, dem endgültigen Highlight. Und zwar der liebe Thomas Ackermann hat für seinen Sohn, der was eben unser Hobby spielt, etwas gebaut. Und zwar Enz. Aus Ästen und Kleber und dergleichen hat er fantastische Modelle rausgekriegt. Und man zeigt einfach, dass man für wenig Geld hier wirklich fantastische Modelle erzeugen kann, wenn man hier nur ein bisschen Zeit und Liebe reinsteckt. Die haben es absolut meiner Meinung nach verdient, in den Highlights zu landen, weil es einfach wunderschöne Modelle sind und man zeigt, was für ein Fleiß hier dahinter steckt. Ein weiterer Umbau sind die Nazgul auf Schatten von Ed Eddy. Er hat inzwischen 3 namhafte Nazguls
auf geflügelten Schatten gebaut, unter anderem den Verräter, den Ritter von Umba und den Unsterblichen. Wirklich grandiose Umbauten, man erkennt sofort, wer gemeint ist, schön umgesetzt und drum bekommen die einen großen, großen Daumen von mir. Auch für die Idee, die habe ich auch schon gehabt, aber dass man das wirklich umsetzt und hier plant, alle neun zu machen. Ganz großes Kino. Und mein endgültiges Highlight habe ich erst vor kurzem in der Facebook-Gruppe gesehen, und zwar das Rohan-Dorf vom Nono. Ein wohl perfekt eingefangenes Dorf mit so viel Liebe zum Detail, so viel rundherum, was hier drin steckt, mit einer Fleischerei, dem brennenden Haus und dergleichen, dem Pferd, was da rausschaut. Ich bin einfach so begeistert von dieser Platte und kann wirklich nur sagen, jede Minute, die hier reingesteckt wurde, ist es das auf jeden Fall wert. Und drum großer, großer Applaus meinerseits. Alle, die ich jetzt genannt habe, haben es absolut verdient, in den Highlights zu landen und sind für mich tolle Inspiration für dieses Hobby. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war's mit den Nachrichten von Mittelerde. Ich hoffe, ich konnte euch was Interessantes präsentieren und euch einigermaßen wieder für das Hobby erfreuen. Schreibt mir doch was zu den Highlights dazu. Gerade die haben alle eigentlich verdient, dass sie ein großes Lob von allen bekommen. Habe ich vielleicht was vergessen? Was sagt ihr zu den neuen Modellen und dergleichen? Haut es in die Kommentare, gerne ein bisschen diskutieren, ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.